Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge, wo ich über was erzähle aus dem Spiel. Ja, und normalerweise nenne ich das immer Tippvideo oder Tipps oder keine Ahnung. Und meine Frau teilte mir mit, das hört sich scheiße an. Ja, das hört sich scheiße an. Und von daher gründen wir jetzt eine neue Serie, eine neue Reihe. Und die alten Videos benennen wir einfach auch so. Ja, von daher weiß ich nicht, welche Nummer das jetzt ist, ist aber auch völlig Wumpe. Ne? Wir lassen das einfach jetzt so laufen und nennen das Ganze jetzt Frag einfach Connor. Ja, die neue Serie heißt einfach Frag einfach Connor und Connor gibt von sich, was er über manche Dinge ja, so hält, so findet, wie er die nutzt, was er damit macht und. Ja, und heute gucken wir uns an die Ernte. Die Ernter. Was sind die Ernter? Die Ernter sind am Ende Items, die wir nutzen können, um ja, einfach mehr Sachen zu farmen. Ja? Also wir gehen in die Landwirtschaft und werden quasi mehr Sachen generieren. Und wir gucken uns die Dinger mal an. Die waren früher beim Weg der Tapferkeit dabei und da haben alle mal geschrien, von wegen, was brauchst du den Scheiß und so ein Dreck. Und ich bin ganz ehrlich, es gibt coolere Sachen, glaube ich, als die Dinger. Okay, aber die waren jetzt nun mal da und ich vermute, dass es ganz vielen so geht, so wie mir, ja, so wie ihr das jetzt seht, dass da relativ viel Schrumpf noch da ist davon. Und jetzt ist immer die Frage, was mache ich damit? Kann ich damit irgendwas Positives machen? Und ich bin der Meinung, ja, man kann. Ja, gucken wir uns mal ganz kurz an, was es überhaupt gibt. So, fangen wir mal an hier beim Rekrutenernter. Was passiert? 50% mehr Rekruten bekommst du. Einen Tag lang und zwar, wenn du nicht beim Event dieses Ding nutzt, also nicht bei Season 2 hier, also was wir gerade haben hier, man sah schon hier, Reise nach Atlantis, da war es wieder, ja, hier, also Reise nach Atlantis, da geht es nicht, weil da kriegen wir ja schon erhöhte Beute und bei Valhalla Forever, da gibt es zwar keine erhöhte Beute, aber verringerte Weltenergie, da darfst du das auch nicht nehmen. Aber ansonsten, den gesamten Monat über, kannst du das nutzen und du bekommst 50% mehr Rekruten einen Tag lang. Ja, da läuft oben eine Uhr unter deinem Avatar, ja, so heißt der Kollege, und dann geht das los. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier noch erhöht die Menge an Gegenständen, die beim Abschluss von Kartenetappen erhalten werden. So, auch wieder 50% mehr Gegenstände. Ja, das heißt, wer irgendwelche Knochen sammeln will oder sowas, der kriegt halt davon eventuell, wenn die auftauchen, 50% mehr. So, dann haben wir den Eisenernter. Eisen haben die meisten Leute mehr als genug. Ja, das ist tatsächlich so. Zu Anfang hat man das Gefühl, wenn man viel baut, dass man viel Eisen braucht. Irgendwann muss man aber gar nicht mehr so viel bauen und dann hat man so viel Eisen. Hier kriegst du 50% mehr Eisen. Beim Nahrungsernter bekommst du einen Tag lang 50% mehr Nahrung, wenn du Kartenetappen abschließt. Ganz wichtig, Kartenetappen. Ja, keine Quest oder sonst irgendwas. Karte. Kein Event, kein nix. Karte, Karte. So. Und dann gibt es den Omnia-Ernter. Ja, ich weiß auch nicht, warum man den Omnia genannt hat. Also ich finde, das ist der Omni-Ernter. Ja, ich nenne ihn immer Omni-Ernter. Keine Ahnung warum. Ja, ist für mich der Omni-Ernter. Und das ist so quasi der ultimative Ernter. Ja. Also das ist so ein, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich so ein Roboterrechen, ja, der das dann am Ende so einsammelt. Und dort bekommst du 50% mehr Nahrung, Eisen, Gegenstände und Rekruten. Ja? Also das ist so quasi die eierlegende Wollmilchsau, ne? Unter den Erntern. Also mega gut. Das ist tatsächlich mega gut. Ne? Du kriegst erstmal von allem 50% mehr. Das ist total crazy. Außer XP-Punkte, die gibt es halt nicht mehr. Aber man kann ja alles haben. Ne? So. Jetzt muss ich mal hier irgendwo anders klicken hier oder mal rausgehen, also sonst voll mal räudig hier, dass man immer die ganze Schrift sieht. So, okay. Jetzt haben wir also quasi diese Ernte und dann ist immer die Frage, okay, wie nutzt man das Ganze? Ja, also ich habe angefangen. Oh, warte mal hier. Der zeigt mir gerade auf dem Monitor hier an, dass er gleich ein Update machen will. Da werden wir mal sagen, dass er das nicht machen soll. So, wie ist das Ganze? Man muss ja immer überlegen, wo setzt man das ganze Ding ein? Ja, im Moment zum Beispiel haben wir Atlantis. Bei Atlantis können wir es natürlich nicht einsetzen, macht also überhaupt keinen Sinn, weil die Weltenergie, die wir haben, müssen wir da rausballern. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel Valhalla Forever ist, dann müssen wir auch da die Weltenergie rausballern, weil wir nun mal mit verringerter Weltenergie deutlich mehr XP-Punkte sammeln können als woanders.
Und ja, diese komischen Gnome, die da kommen und so, die kommen sowieso gefühlt nie. Also, das ist, ja, und wenn dann da eine Eisenkiste mit 10.000 drin ist, Saubockwurst. Aber wir haben ja ganz viele Passagen im Kalender, wo wir sowas alles nicht haben und unsere Weltenergie für ganz normale Geschichten verbraten. Und genau in dem Moment finde ich tatsächlich, dass die Dinger durchaus interessant sein können. Denn wir haben sie. Ob sie in den Weg der Tapferkeit zurückkommen, weil dieses Mal waren sie nicht drin, dafür gab es Limit Breaker, wissen wir nicht. Ja, vielleicht werden sie irgendwann merken, scheiße, Limit Breaker, ja, wollen sie alle viel zu sehr, wollen wir nicht haben, machen wir wieder mal einen Ernter rein oder so. Keiner weiß es. Wenn ihr aber so eine Dinger habt, dann nutzt sie doch. Sie können euch helfen. Ja, immer nutzen. So, gucken wir uns mal den Kalender vom April an, ganz aktuell. So, und jetzt sehen wir den Kalender und jetzt muss man einfach mal drauf rumdenken, okay, wo nutzt man den? Wir haben jetzt, sehen wir am 4. bis ja, Beginn 6. April, Atlantis. Okay, können wir nicht nutzen, macht keinen wirklichen Sinn, Energie muss raus. So, danach kommt die Taverne. In der Taverne selbst können wir es nicht nutzen, weil wir dort nicht 50% mehr bekommen. Die Taverne ist aber, ich nenne es mal, relativ zügig durchgespielt. Ja, das muss man einfach so sagen. Taverne ist vorhin von der Weltenergie. Das geht tatsächlich ja hier vom 6. bis frühmorgens am 9. Boah, also da bist du normalerweise, wenn du ein bisschen regulär spielst, also weiß ich nicht, bist du am 7. noch durch mit dem Ding. So, und dann hast du theoretisch das gespielt. Und dann bleiben ja noch 1,5 Tage übrig, wo du jetzt irgendwie ganz normal spielst. Nutzt doch so ein Ding. Haut doch so ein Ding raus, ja, und klappert die Etappe durch. Was auch immer ihr dann spielt. Gerade wenn ihr, ich sag mal, Season 4 zum Beispiel noch nicht durchgespielt habt, nutzt das für Season 4. Bei Season 4 gibt es sowieso recht, also aus meiner Sicht, relativ viel Beute, also an Eisen und Fleisch und was nicht alles. Und dann haut doch das Ding an und spielt, wenn ihr euren normalen Fortschritt spielt, nehmt die Ernte. Macht die an. Ist doch. Selbst wenn ihr jetzt sagt, boah, die 50% ist nicht viel. Ey, hallo, es sind 50% mehr, als ihr vorher gehabt hättet. Das ist gut. Wenn euch einer auf der Straße 50% mehr Geld im Koffer schmeißt, dann nehmt ihr das auch mit. Ja? Also nutzt die Dinger. So, dann gucken wir weiter. Dann sehen wir zum Beispiel S3. Kommt Valhalla Forever, können wir wieder nichts machen. Alles blöd. Ja, dann haben wir einen Tag Luft. Da ist Limit Breaker und hier Dingsbums, hier Wappengedönst. Da wird wahrscheinlich auch nicht so viel Weltenergie übrig bleiben, je nachdem. Und dann kommt schon das Challenge-Event. Und beim Challenge-Event müssen wir nun mal mit Weltenergie arbeiten. Also ist diese ganze Woche einfach mal Ruhe. Da gibt es keinen Ernter. Da wird keiner zum Einsatz kommen. Macht jedenfalls nicht wirklich Sinn, weil man die Energie woanders braucht. Ja? Aber dann der nächste Punkt, mythischer Titan. Mythischer Titan greifen wir an mit Sachen, die wir, also mit Weltener, also mit mythischer Titanenergie, ja, und nicht mit Weltenergie. Das heißt, in der Zeit spielen wir doch ganz normal Etappen im Hintergrund, ne, weil wir ja trotzdem unsere Weltenergie verballern. Dann haut die Ernte rein, ja, überhaupt gar kein Problem. Dann nagelneu kommt jetzt S5. Na, was gibt es denn Cooleres, als wenn man jetzt anfängt, S5 zu spielen? Weil im Moment ist noch keine Begrenzung drin, dass es für S5 nicht irgendwie nicht geht, ja. Und wir über S5 anfangen zu spielen, na macht so ein Ernter an. Am besten gleich hier so ein Omni-Gromni, hast du nicht gesehen, Ernter. Baff. Rein das Ding, 50% mehr Beute, ihr spielt doch die Level E, ne? Und genauso bei S4. S4 wird aller Voraussicht nach noch nicht reduziert werden. Von daher wird auch die ganzen Erntergeschichten dafür noch gültig sein. Und wenn ihr noch nicht durchgespielt habt, dann schmeißt doch die Dinge einfach nebenbei an. Es kostet euch schlicht und ergreifend kein Geld, es kostet euch keinen Nerv. Ihr kriegt einfach nur mehr von allem möglichen Klimbim. Das ist doch mega, ja? Also ich habe in letzter Zeit regelmäßig die Dinger schon eingesetzt und von daher, also ob ich jetzt den monströsen, mächtigen Vorteil bemerkt habe, ich würde sagen, nö. Ja, ich würde sagen, nö. Aber es kommt ein bisschen was zusammen und wie gesagt, es ist umsonst und ich spiele das ja sowieso. Also, was soll das? Ja, ich hatte zum Beispiel, wo ich S4 durchgespielt habe, auf schwer, da hatte ich das Ding zum Beispiel teilweise mit angehabt. Ich hatte keine Ahnung, mal 14 Omni-Ernter oder sowas, ja. Und da hatte ich die zum Beispiel an. Und je nachdem, was ihr gerade braucht, könnt ihr ja auch ein bisschen, ich sag mal, taktieren. Ja? Wenn wir mal reingucken, ich zum Beispiel habe im Moment relativ viel Fleisch. Ja? Also ich versuche schon,
Immer bei Atlantis habe ich immer sehr viel Fleisch auf Vorrat, damit ich quasi, wenn ich meine ganzen Rekruten da wegparke und mache und tue, dass ich da nicht irgendwie in Bedrängnis komme. So. Das heißt aber, dass ich quasi im Moment zum Beispiel jetzt keinen Fleischernter brauche. Ja? Ich habe im Moment aber so ein bisschen Eisenmangel, ja? Weil mich dieses ganze Event und mythischer Titan und normaler Titan und ach, weißt du nicht, wie sie alle heißen, haben mich so geschröpft. Ich würde jetzt wahrscheinlich eher einen Eisenernter nehmen. Ja? Viele haben meistens Probleme, dass sie Rekrutenmangel haben. Na, dann haut einen Rekrutenernter an. Ja, also nutzt das Ding noch ein bisschen, ich sag mal, so wie ihr das gerade braucht. Finde ich durchaus sinnvoll. Und wenn die Dinger alle sind, na, dann sind sie halt alle. Aber ihr habt auf jeden Fall 50% mehr Beute geholt. Ja? Und dann ist mir aufgefallen, wo ich die ganzen Dinger genutzt habe. Und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe die ersten ein, zwei einfach so willkürlich rausgeballert. Ich wollte mal gerade hinsetzen hier, der alte Mann. Habe ich so ein bisschen rausgeballert. Und habe keine Murmel mir gemacht. Habe keine Murmel mir gemacht. Das war auch ein Deutsch, ja. Also ich habe mir keine Waffe gemacht. Für welche Uhrzeit mache ich das oder so, ja. Also ich habe das einfach zwischendurch angeschmissen. Und also das läuft genau 24 Stunden. Ich sollte mir schon ein bisschen eine Daddel machen. Und mir persönlich ist aufgefallen, dass eine gute Uhrzeit ist, so, aber sie auch nicht, so ein, zwei Stunden nach dem Aufstehen. Warum? Ich habe das erste Mal, wo ich das gemacht habe, also ich stehe immer so, keine Ahnung, um 5 Uhr auf oder so und habe das quasi früh morgens, ja, beim ersten Kaffee, so halbe Uge und eine Fluppe im Gesicht, habe ich dann das Ding angeworfen und habe meine Weltenergie runtergeklüppelt. So, die Zeit läuft ja aber schon. Das Problem war, ich habe den ganzen Tag gefarmt und irgendwann kommt ja mal eine Nacht, ja, wie bei jedem. So, in der Nacht lädt sich die Weltenergie auf, man kann nicht wirklich farmen, ja, es sei denn, man, weiß ich nicht, stellt sich im Wecker stündlich. Jedenfalls, man kann nicht wirklich farmen. Und das Problem ist, früh morgens um 5 wirst du wieder wach und gefühlt läuft die Uhr gerade ab. Ja, also das heißt, die ganze Weltenergie, die du über Nacht jetzt gesammelt hast, ist weg. Ja, also du hast ja vielleicht noch, wenn du Glück hast, ein paar Minuten oder so, oder du müsstest früher aufstehen. Aber ganz ehrlich, für ein Farmen früher aufstehen, also kein Fall. Never. Ja, Schlaf ist wichtig. So, von daher habe ich mir angewöhnt, ich mache das quasi, wenn ich weiß, diesen Tag werde ich sowieso nicht irgendwie Weltenergie in Quests großartig, also von mal hier ein bisschen Wappen und da mal hier Döns, das passiert nun mal. Also das habe ich gar nicht im Kopf immer, was da gerade ist, ja. Aber wenn ich weiß, ich spiele viel Karte, alles klar, dann weiß ich nicht, wenn ich um 5 von mir aus aufstehe, dann kann ich das locker um 7 Uhr anmachen, das Ding, knüppel die ganzen Dinger durch, lass die Weltenergie runterspielen, auch im Autoplay, ist eigentlich relativ Wurst. Und wenn ich das dann fertig habe, dann lädt sich das über den Tag auf, dann nutze ich das wieder und abends vorm Schlafen gehen. Da ballere ich nochmal die gesamte Weltenergie raus. Und wenn ich früh um 5 Uhr wach werde, habe ich ganz entspannte 2 Stunden, um jetzt die Weltenergie noch wegzulallern und habe gefühlt ein perfektes Farming abgeliefert für diese 24 Stunden. Läuft. Und am Ende habe ich halt in 24 Stunden ein bisschen mehr Beute eingesammelt, ja? Und ich meine, wir heulen doch immer, dass es zu wenig ist, hier zu wenig, da zu wenig, ja? Na, dann nutzen wir doch die Dinger, ne? Lasst uns nicht drüber fluchen. Small Giants hat was kredenzt, na, dann nehmen wir das halt, ja? Ob das jetzt das Spiel, ob das jetzt, ich weiß ich nicht, also ob das jetzt der Game Changer ist, wahrscheinlich nicht, ja? Wahrscheinlich nicht, aber es ist eine coole Geschichte, ja? Von daher, nutzt das. So nutze ich das jedenfalls. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, S5 kommt und ich werde S5 definitiv anfangen zu spielen, weil ich ja früher bei Atlantis mal so übel hinten dran hing und auch bei Valhalla, dass ich quasi ewig nochmal nachträglich kämpfen musste, um das wegzukriegen, das passiert mir nicht nochmal. Werde ich bei S5 zum Beispiel auf jeden Fall so einen Omnicrom, die hast du nicht gesehen, Ernte anwerfen. Einfach damit ich dort immer schön im Flow bin. Und was ich kriege, kriege ich und nehme ich mit. Ne? In Geschenken, Gaul und so, guckst du nicht sonst wohin, weißt Bescheid. Ja, gut, meine Freunde, das war's gewesen. Relativ kurzes Video, glaube ich. Weiß ich gar nicht, wie lange sind wir? Oh, 13 Minuten. Mann, haben wir schon wieder so viel gequatscht, ja. Das war's gewesen. So setze ich die Ernte ein. Ja, also habe sie schon eingesetzt und setze sie weiter ein. Und wer weiß, vielleicht hat es dem einen oder anderen geholfen, eine Entscheidung zu treffen, wo er das Ding einsetzt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo raushaut und einen Daumen da lasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei der neuen Serie. Ja, was hat er gesagt? Ja, frag Connor. Genau, ne? Frag Connor. So nennen wir die Serie. Total abgefahren. Ja, also wundert euch nicht, wenn hier steht, frag Connor 47 oder so. Ja, ihr habt es herausgefunden, warum es so ist. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Oh.
Jetzt habe ich die Kamera weggeklickt hier. Hast du das gesehen? Guck mal, zack, da bin ich wieder. Ja, falschen Knopf gedrückt. Also, jetzt aber. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.